Mit dem 3D-Notensystem kann man wunderbar das Prinzip der Intervalle erklären. Zum Beispiel kann man ganz leicht zeigen, wo die natürlichen Halbtonschritte liegen, eben hier zwischen H und C und hier zwischen E und F. Und die Schülerinnen und Schüler können das selber mal eben legen. Und das wird dann in diesem Fall hier beispielsweise, na sagen wir, wir nehmen diesen Ganztonschritt, also diese große Sekunde von G nach A. Das ist eine große Sekunde, weil es eben kein natürlicher Halbtonschritt ist. Und wenn wir jetzt einen dieser Töne, wenn wir diese große Sekunde kleiner machen, dann müssen wir entweder den unteren Ton, man kann wunderbar darauf zeigen, den unteren Ton erhöhen, vom Gis zum A, dann wird es zu einer kleinen Sekunde, oder eben den oberen Ton erniedrigen, vom As zum G, auch das eine kleine Sekunde. Und dann entsteht natürlich ganz schnell die Frage, um was passiert, wenn das ist. Ach, wenn der untere Ton, dann wird die große Sekunde ja noch größer. Wie nennt man das denn? Das ist eine kleine Terz. Nein, ist es nicht, weil ich sehe, dass es eine Sekunde ist. Das ist eine übermäßige Sekunde. Okay, krass. Und was ist, wenn ich jetzt den oberen Ton auch noch erhöhe? Dann ist die übermäßige Sekunde ja nochmal größer. Ja, doppelt übermäßige Sekunde. All solche Sachen können dann spielerisch und haptisch erfahren werden. Und natürlich auch sowas wie Terzen, Quarten, Quinten und so weiter, kann man hier ganz toll legen und sehen. Und selbst mit Tonarten, beispielsweise, wenn wir hier mal S-Dur legen, und dann jetzt haben wir hier diese große Terz von As nach C. Was passiert denn dann? Wie kann ich denn diese große Terz zu einer kleinen Terz machen? Naja, entweder muss ich den unteren Ton erhöhen. Wie mache ich das? Ach, ich habe den ja schon erniedrigt, das ist ein B. Da mache ich jetzt kein Kreuz vor, sondern ein Auflösezeichen. Wenn ich hier ein Kreuz vormachen würde, kann ich auch wunderbar dann hier zeigen und erklären, dass das Kreuz mit dem B quasi eine doppelte Erhöhung bedeutet, etc. Oder ich kann sogar aus dem C ein Cess machen, um dann auf dem Klavier zu zeigen, dass das Cess tatsächlich dieselbe Taste ist wie das H. All das kann ich hier auf dem 3D-Notensystem ganz toll zeigen, wie Intervalle funktionieren.